wirklich sich vergleicht, was machen denn die Technologiekonzerne oder was macht Ping an gerade, was macht Amazon gerade, was ist Google oder Facebook in der Lage, mit ihren Datentools anzurichten und zu analysieren, und wir haben noch nicht mal Tracking auf unseren Homepages, da vergleiche ich das immer, das ist so, wenn Sie einen mit Kerosin betankten Ferrari mit einem kaputten Tretroller vergleichen. Weil man muss sich ja keine Illusionen geben. Wenn die Versicherer herausgefunden haben, wie sie Direktvertrieb günstiger machen können als beim Makler, dann geht das Geschäft darüber. Da sollte man sich keine Illusionen hingeben. Hey, in diesem Video seht ihr das Panel Die Zukunft des Versicherungsmaklers auf der diesjährigen DKM. Viel Spaß! Warum sich das hier anschauen? Ich scoute digitale und Technologietrends rund um die Welt, um sie euch zu bringen. Und ich habe viele Unternehmen geholfen, Ökosysteme digitaler Produkte und Services aufzubauen und ihre Reichweite über Attention Hacking auszubauen. Und abschließend Herr Dr. Robin Kierer, auch Sie gerade eben schon auf der Bühne mit einem spannenden Vortrag. Herr Dr. Kierer, Sie sind mehr oder weniger der Global Player in der Runde. Wir haben Sie gesehen in vielen verschiedenen Beiträgen in Ihrem Blog. Sie sind heute Chief Product Officer bei Digital Scouting, mittlerweile ein großes Unternehmen, viele Follower, viele Besucher auf der Seite. Ich schaue es mir auch mal gerne an. Und wir haben Sie heute dabei und Sie haben eine These, die vielleicht ein bisschen provokanter ist, als vielleicht die einen oder anderen gehört haben. Das Maklergeschäft steht vor dem größten Umbruch der letzten 50 Jahre. Wer hier nicht schlau reagiert, wird wie Kodak, Toys R Us oder Quelle untergehen. Wir sehen also, das ganze Thema Digitalisierung, das treibt alle Diskussionsteilnehmer viel Positives, aber auch vielleicht das eine oder andere Beunruhigende ist da im Markt. Ich glaube, das ist ja genau der Punkt, der uns hier alle umtreibt. Insofern, Herr Dr. Kierer, mit an Ihre Richtung einmal gefragt. Sie reisen vom Silicon Valley bis hin nach Asien, sind auf vielen Konferenzen dabei. Was wir Sie ganz gerne fragen würden, ist, wo sehen Sie denn die Digitalisierungsbemühungen der deutschen Versicherungswirtschaft im internationalen Vergleich? Ja, vielleicht eine erste gute Nachricht, vor allem in Amerika, da denkt man ja immer, oh, die sind so viel weiter als wir. Ich glaube, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Was sehen wir da? Dort ist der Unterschied zwischen den Vorreitern und denen, die einen guten Job machen, und denen, die fast noch gar nichts machen, sehr viel größer. Was hat das, warum? Weil sie haben da selbst aufgrund der Regulatorik Versicherer, die noch nicht mal einen Computer haben, die tatsächlich mit noch Papierledgers arbeiten, mit zwei unterschiedlichen Orten. Also dort ist der Unterschied zwischen die was tun, die nichts tun, riesengroß. Es gibt aber in den USA tatsächlich Player, die tatsächlich ihren Laden radikal erneuert haben. Das sind kleinere Player und von denen man was hört. Jetzt eine Frage zum Vergleich. Es hinkt ein bisschen, ich würde sagen, die Amerikaner sind nicht substanziell weiter als wir. Es ist ein bisschen wie Not mit Elend zu vergleichen. Was ich sagen würde, lass uns doch gucken, wer sind eigentlich die Player am Markt. Das ist, sind die Incumbents, und ich mag diesen Begriff sehr, weil es ja sozusagen die Amtsinhaber sind. Das sind die herausgeforderten Leute. Das zweite ist die Rückversicherer, die, glaube ich, eine Wildcard sind. Ich glaube, die machen einen enormen guten Job. Und auch viele deutsche Rückversicherer sind meistens Premium-Partner von neuen Unternehmen im Mitten Valley. Also das ist ja, also man hört ja fast nur noch den englischen deutschen Akzent. Also einen sehr guten Job von den Rückversicherern. Dann haben wir natürlich die Startups. Eine Rolle spielen, unterschiedliche Schattierungen. Und das Letzte ist, ja, die Technologiekonzerne, Google, Facebook, Tencent und Co., die unterschiedliche Strategien im Versicherungsmarkt fahren. Und ich sage ganz ehrlich, wenn man die Player miteinander vergleicht, nochmal, ich weiß, viele Leute versuchen einen guten Job machen bei Versicherern, aber ich glaube manchmal, wenn man wirklich sich vergleicht, was machen denn die Technologiekonzerne oder was macht Ping an gerade, was macht Amazon gerade, was ist Google oder Facebook in der Lage, mit ihren Datentools anzurichten und zu analysieren, und wir haben noch nicht mal Tracking auf unseren Homepages, da vergleiche ich das immer, das ist so, wenn Sie einen mit Kerosin betankten Ferrari mit einem kaputten Tretroller vergleichen. Also durchaus nicht ganz einfach die Ausgangssituation. Was läuft denn insofern jetzt in der deutschen Versicherungswirtschaft in Deutschland, also im deutschen Markt, dann eher gut? Wo ist man denn ein bisschen dabei, den Tretroller mit Kerosin zu betanken, soweit das sinnvoll sein kann? Das Tolle bei Digitalisierung im Internet ist, früher konnten sie nur wachsen, wenn sie massiv Makler eingekauft haben oder Agenturisten. Heutzutage können sie halt auch, wenn sie schlau im digitalen Direktvertrieb sind, wachsen. Und das Internet
bietet eben Unternehmen, die irgendwie Sachen ausprobieren, eben die Möglichkeit, an anderen vorbeizuziehen. Das ist, früher mussten sie halt echt gigantisches Geld dafür haben, das brauchen sie heute nicht mehr. Pointe, in Deutschland gibt es auch mehrere kleinere Player am Markt, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und sagen, letztens, ich habe ja auch bei der Allianz eine Zeit lang gearbeitet, die sagen, die Allianz können wir nicht gewinnen, wenn wir nach deren Regeln spielen. Ja? Oder ich sage auch immer, gegen den FC Bayern München zu gewinnen, ist sehr einfach, und das sage ich als HSV-Fan, sehr einfach, weil spielen sie kein Fußball gegen sie, spielen sie Schach, Gymnastik, irgendwas. Ja, und so, glaube ich, ist eine Versicherungswirtschaft auch. Kleinere Player können tatsächlich, wenn sie die in Guerilla-Taktiken vorgehen, Marktanteile gewinnen. Da gibt es einige positive Beispiele, die das tun. Frage an die Kollegen aus der Versicherungswirtschaft, von VHV bis Allianz. Teilen Sie die Einschätzung? Also ich gehe diese disruptiven Ansätze vollkommen mit. Also der Punkt ist der, dass wir als deutsche Versicherer schon erkennen, dass es auf der einen Seite Beratungsintensität gibt. Deswegen sind unsere Produkte in Deutschland so ausgerichtet, die sehr hohen Beratungsbedarf auslösen machen. Und auf der anderen Seite ist ganz klar, dass wir in den Bereichen der einfachsten Produkte digital definitiv schneller vorankommen müssen. Also Energie, Geld investieren, um diese Prozesse besser zu machen. Und Prozesse ist ja das Thema, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was uns wesentlich auch nach vorne bringen wird zu dem Thema. Beides ineinander kombinieren. Auch meine Eingangsthese finde ich ganz gut. Nutzen wir als gute Makler, als gute Versicherer diese Autobahn der Datenerhebung und praktisch ja, des Datenreinschleusen, auf der anderen Seite aber auch das Überleihen in bedarfsrelevante Produkte. Ich glaube, da an der Schnittstelle können wir uns eine ganze Menge noch an positiven Rosinen verdienen. Ja. Ich klicke mich auch mal einfach ein. Ich sehe es so ähnlich wie der Kollege. Ich glaube, wir sind in Deutschland nicht viel hinterher. Es gibt natürlich ein paar kulturelle Unterschiede, wenn man mal auf das Thema Venture Capital anguckt, wie ist quasi die Wissensdiffusion zwischen Startups und den, und sag ich mal, der Old Economy, da sind die wahrscheinlich in den USA ein bisschen weiter, allein vom Spirituellen her. Das heißt aber, das klassische Thema Konfrontation haben wir auch nicht mehr, finde ich. Das heißt, wir haben das Thema Kooperation eher mit den Startups, also da auch eher das Thema Wissensdiffusion auch in die Old Economy rein. Also für mich ist das ganz kurz Thema Venture Capital. Wir sind risikoavers als Versicherung. Das heißt, es ist ein ganz neuer Blickwinkel zu sagen, wir nehmen auch mal Geld in die Hand und investieren in Technologien, die vielleicht noch nicht so ausgereift sind, wie man sich das vorstellt. Und das ist dieser kulturelle Mindshift, den, glaube ich, jedes Unternehmen so ein bisschen schwieriger zu leisten. Und von daher würde ich sagen, nein, wir sind da nicht viel hinterher. Also danke, Sie haben die Allianz angesprochen. Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir hier senden möchten, ist, dass es einige Unternehmen ja gibt, und hier sitzen ja Makler, die eine Strategie fahren, einen neuen Vertriebsweg aufzubauen, der rein digital funktioniert. Und als Allianz Lebensversicherung können wir hier klar und eindeutig konstatieren, in diesem speziellen Markt, wo die Beratung von Kunden extrem wichtig ist in der Altersversorgung, in der Berufs- und Krankenversorgung, wird es nie ohne den Makler gehen. Deswegen werden wir alle unsere Digitalisierungsstrategien immer mit Ihnen gemeinsam entwickeln. Und wenn Sie sehen, was wir da auf den Markt gebracht haben, das werden wir noch kommen, da kann ich da noch drauf eingehen. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir sind da extrem stark unterwegs, haben auch mehrere 100 Millionen in die Hand genommen, haben uns auch genauso an den Startups beteiligt. Das heißt, wir nutzen die Ideen der Startups und der Digitalisierungsszene, aber wir wollen das mit Ihnen gemeinsam machen. Das ist, glaube ich, für uns als Lebensversicherung ganz, ganz entscheidend. Herr Ley, was machen Sie denn gerade gemeinsam mit dem Makler? Also wir stellen vor allen Dingen jetzt in der Beratung, weil der nächste Frage, der Makler ist in der Beratung gefragt, vor allen Dingen mal die entsprechenden Tools zur Verfügung. Weil wie auch hier immer, das Entscheidende ist ja, die Beratung muss dem Kunden ja gefallen und nicht dem Fischmuffin. Ja. Der Wurm ist dem Fischnäten, nicht dem Makler. Also wenn Sie sehen, wir haben insgesamt 14 Tools für die Beratung entwickelt, wenn Sie einfach mal sehen, im letzten Jahr haben wir hier über 120.000 Beratungsanalysen gemeinsam mit dem Makler mit diesen Tools durchgeführt. Das zweite Thema, der Kunde möchte immer erstmal anonym, aber umfassend und dann doch individuell beraten werden. Das ist insbesondere bei der Risikovoranfrage ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da haben wir ein Tool im Einsatz, wo im Jahr 2017 über diese Tools jetzt schon 15.000 Anfragen danach abgedeckt worden sind. Und zum Schluss bei dem Produkt angeboten, wir haben insgesamt noch 9 Tools für die Beratermarken zur Verfügung. Und wenn Sie da gucken, dass da 580.000 Angebote über diese Tools gerechnet worden sind, können Sie, glaube ich, sehen, dass wir da Teile Ihrer Meinung nicht hinten dran sind, sondern auf den Zug aufgesprungen sind und hier ganz, ganz vorne auch mit dabei sein wollen. Also. Ich glaube, dass wir sehr stark aufpassen müssen, dass wir uns nicht mit den Versicherern in Amerika oder in
anderen Ländern vergleichen, sondern den Benchmark wird von anderen Playern definiert. Der Benchmark ist heute das Kundenerlebnis, das der Kunde bei Amazon, Google oder sonst wo hat, also bei sehr digitalen Unternehmen. Und wenn es uns nicht gelingt, auf dieses Niveau zu kommen, dieses Kundenerlebnis darzustellen, dann sind wir vielleicht im Vergleich zu amerikanischen Versicherungen oder anderen Playern gut. Aber noch lange nicht das, was der Kunde von uns abverlangt. Und wenn es uns da nicht gelingt, tiefen integriert Prozesse in der Qualität und in positiven Kundenerlebnis hinzubekommen, dann werden wir abgaben, diese andere in diesem Markt fallen. Deswegen, ich glaube, das sind Vergleiche. Wie sind wir denn jetzt so im Vergleich zu den Holländern oder Belgiern? Die bringen uns nichts. Und dann müssen wir sagen, wie sind wir im Vergleich zu Tech-Konzernen? Ja, absolut. Ich denke auch, das gleiche Beispiel gilt ja für die Automobilindustrie, für Maschinenbau in Deutschland allgemein, für fortschrittliche Ökotechnologien, überall ist auch schon da führend. Warum sollten wir dann an der Stelle Digitalisierung des Maklergeschäfts irgendwie gar nicht so weit hinterher sein, sondern eigentlich muss doch der Anspruch muss so sein, gerade für Sie als Versicherungsunternehmen ganz vorne weg zu marschieren, egal was da überall gerade passiert. Herr Gilles, wahrscheinlich bei der VKW. Ich zitter noch so ein bisschen, ich will jetzt auch noch was sagen dazu. Sie haben die Frage gerade gestellt, nochmal, was haben wir denn als Unternehmen getan? Ja. Natürlich haben wir als Versicherer immer das Thema, auf welche Datenflüsse, auf welche Normen wir irgendwie einigen uns. Und wir natürlich als Versicherer es nach wie vor schaffen, uns jahrelang über Normen, wie zum Beispiel der Infonorm, zu diskutieren, ob ich jetzt links rum oder rechts rum und im Berg wandere, dann tun wir uns schwimmen. Also ich werbe da immer ganz stark davon, Butter bei die Fische, wir wissen, wir müssen digital weiter durch und dann müssen wir auch was tun. Also auch als Großversicherer auch mal Geld in die Hand nehmen, zu investieren, auch wenn das Ding nach hinten losgeht. Und auf Start-ups zu hoffen, die dann irgendwelche tolle Ideen machen, ist nett. Ist ein schönes Beitrag, wir wünschen allen Kollegen auch einen riesen Erfolg. Aber was können wir haptisch jetzt für unsere Maklerkollegen denn wirklich umsetzen? Das war ein ganzes Thema, was uns natürlich treibt, weil wenn Sie eine IPO-Norm als Beispiel in Unternehmen wie Versicherungskammer jetzt umsetzen, würde ich vorstellen, da geht ein paar Euro, da geht ein paar Diskussionen, da kommen auch ein paar Tränen. Was haben wir aber konkret gemacht jetzt für 2019, also komplett erstmal im Krankenbereich den Weg des DRA-Prozesses, also die BIPRO 424, also den Verkauf, Angebot, Abschluss, Dunkelverarbeitung, idealerweise unterschriftsfrei, auch auf die Maschinen gebracht, sodass wir über die Vergleicherprogramme heute alle namhaften Vergleicherprogramme an den Start zusammengehen. Hier sind auch einige hier im Intratech-Bereich hier dabei. Das heißt, letztendlich im Kranken ist der Abschluss bei Einfachprodukten in Zukunft einfach. Das heißt, die Administration wird deutlich geringer. A2, wenn man dann über die Administration spricht, im Krankenbereich natürlich ein Thema relativ langweilig, weil wir nicht so viele Dokumente auslösen wie eine Kompositsparte, aber auch da wird die 430er Schnittstelle 500er ein Thema sein, was in 2019 definitiv umgesetzt wird. Und ja, die Mitbewerber im Maklervergleichs- und im MVP-Bereich, Maklerverwaltungsprogramme spielen natürlich auch ihre Rolle und es ist wichtig, dass wir auch da die Schnittstelle machen, also Keeplink 440 zum Beispiel. Das ist selbstverständlich, dass wir da als große Versicherer auch einsteigen müssen und nicht diskutieren, ist das jetzt die richtige oder die falsche Schnittstelle. Und da kann man, glaube ich, von meiner Seite aus versprechen, da sind wir wirklich state of the art und innerhalb von 2 Jahren, wie es uns jetzt im Maklermanagement und der neuen Aufstellung gibt, ganz, ganz vorne mit dabei sind und das kann der Maklermarkt in den nächsten Monaten und Jahren genießen. Ein schönes, also, vielleicht immer wieder schöne Thema. Okay. Jetzt zucke ich nämlich ein bisschen, die Steilvorlage kann ich jetzt nicht stehen lassen. So. Also was macht die VHV, beziehungsweise was begrüßen wir als VHV dieses Jahr? Und als guter Gast habe ich natürlich ein kleines Geschenk mitgebracht. Das heißt, für Sie herzlich willkommen. Wir haben einen kleinen Beutel für Sie. Was haben wir gemacht? Wir als VHV haben zusammen mit der Hanse Merkur, der KS Auxilia, mit der Stuttgarter, begrüßen wir die Initiative Mein MVP. Was ist das? Ein neues Startup, was ein Maklerverwaltungsprogramm just heute, also gerade heute, zu Wasser lässt und weil wir genau die gleichen Themen sehen. Wir sehen das Thema Beratung, Effizienz, Automatisierung, schnellere Prozesse. Wir sehen das Thema, wie können wir eigentlich den Makler dahin wieder kriegen, was er jetzt in seiner Kernkompetenz kann, nämlich hochwertige Beratung. Das ist das Thema und da müssen wir den entlassen. Und da ist unsere Initiative, die wir gemeinsam mit den anderen Versicherungen gestartet haben, Mein MVP, ein erster Schritt, genau an dieser Stelle zu entlasten. Was kann das Programm? Es ist ein kostenloses Maklerverwaltungsprogramm. Es hat die Kernprozesse, Beratung, Verwaltung und Tarifvergleich, also auch objektive Tarifvergleiche mit
Frank und Bornberg zusammen. Und wer es möchte, probiert es aus. Halle 4, da sind die Kollegen von uns. Und das war mein Werbungspart. Ja, sieht super aus. Das ist ein bisschen leer noch, aber das, Sie haben das auch mit Inhalt, ne? Das ist klar. Die Werbung muss ich jetzt mal nehmen. Bitte, bitte, ja, schön, sehr schön. Bitte. Muss ich irgendwie darauf kommen, dass wir den Bus dahin gestellt haben? Aber ich würde gerne das Thema mit der Datenversorgung nochmal kurz vertiefen. Ich glaube, Vivo hilft uns nicht im Hinblick auf die digitalen Herausforderungen, sondern es ist einfach Convenience, es ist Basis, das muss umgesetzt werden. Und dann ist jeder in der Branche in der Verantwortung, da Gas zu geben. Und wenn man dann die Diskussion über Businesspläne hört, dass dann ja vielleicht das eine Dokument dann doch nicht ganz so billig wird im Transport wie vorhergeschafft. Ganz falsche Diskussion. Wir brauchen einfach die Grundlage, das ist, als wenn man eine Straße erstmal baut. Und wenn die Straße mal gebaut ist, dann können wir uns über die weitere Digitalisierung unterhalten. Im Moment reden wir über Automatisierung und Datenversorgung. Ist ein sehr gutes Stichwort. Ich würde gerne Herrn Putzbach einmal fragen. Wir haben jetzt gerade das Thema Digitalisierung ja von, ich würde es mal so sagen, von verschiedenen Seiten gehört, von der Allianz gerade die Frage, wie kann Digitalisierung den Beratungsprozess unterstützen, durchaus sehr erfolgreich. Wir haben an der anderen Seite von der VKB, die kann es eigentlich eher bei administrativen Prozessen unterstützen. Wo sehen Sie denn den Makler, den persönlichen, menschlichen Makler 2025 an der guten Schnittstelle? Na, erstmal ist ja immer die spannende Frage, die viele stellen, wird es den Makler 2025 überhaupt noch geben? Und ich glaube, die Antwort ist klar, natürlich wird es den Makler noch geben. Ja, ich glaube, Makler gibt es ja 1319, da ist Herr Barum mal unkundig erwähnt worden, weil er einen Versicherungsvertrag dokumentiert hat oder dabei geholfen hat. Also solange es finanzielle Risiken gibt, die irgendwie abgesichert werden müssen, wird es immer Makler geben, die Dinge objektivieren, die unabhängig beraten. Aber das Maklerbild hat sich natürlich in Jahrhunderten gewandelt und im Moment wandelt es sich viel schneller als jemals zuvor, wie alles im Moment in der Digitalisierung. Und der Makler 2025 wird nicht mehr so arbeiten wie heute, davon gehe ich stark aus, jedenfalls dann nicht, wenn er erfolgreich sein will, wenn er betriebswirtschaftlich erfolgreich sein will, dann muss er seinen eigenen Laden auch digitalisieren und dabei können ihm natürlich die Versicherer helfen durch entsprechende Beratungstechnologie oder die Initiative finde ich hervorragend, indem man wirklich mal ein gutes Maklerverwaltungsprogramm auf den Markt bringt, denn das, was es heute gibt, ist eigentlich alles, verzeihen Sie mir den Ausdruck, alter Schrott. Das Hauptproblem bei diesen ganzen Makleranwendungen ist, dass die Versicherer immer glauben, wir bauen hier was für Profis und deshalb muss es nicht intuitiv bedienbar sein. Ja, wenn man einfach mal davon ausgeht, wir bauen die Dinger so, wie wir sie für den Endkunden bauen würden. Wir nehmen mal die Usability, die wir aus dem Internet ansonsten kennen, und übertragen die auf den Versicherungsmarkt. Dann wäre extrem viel gewonnen, dann die Makler was von, nehmen sie diese Lösung nämlich endlich auch an und arbeiten eben nicht mehr mit Papier und drei oder vier Pools oder so, sondern nutzen wirklich mal eine Plattform und idealerweise können sie diese Plattform auch einsetzen, um die Kommunikation mit dem Kunden zu vereinfachen. Ja, warum muss ich mit dem Kunden alles im persönlichen Gespräch oder am Telefon aufnehmen, wenn ich ihm auch einen Link zu einem Chartformular oder zum Antrag schicken kann beispielsweise? Thema Kundenschnittstelle. Ich sehe viel Nicken in der Runde. Insofern scheint das ja eine sehr konsensuale These zu sein. Die Frage sind, Sie hatten es gerade angesprochen, relativ kleine, einfache Serviceaufträge oder kleinere Produktanfragen im Sinne Digitalisierung abzubilden. Teilen Sie das auch alle oder würden Sie sagen, auch für die Fahrradversicherung wird es eine persönliche Beratung brauchen künftig? Ja. Genau, vielleicht erst der Dennis. Also ich finde die Nummer, also Kundenschnittstelle, ein total wichtiger Punkt. Das ist das Thema Ökosystem Gesundheit bei uns oder Ökosystem Kunden. Ganz wichtiger Punkt, denn ich glaube, der Makler wird im Jahr 2025 eher der Jongleur sein, der Kontaktjongleur zwischen den verschiedenen Dienstleistern, Versicherungen und Angeboten. Und der Kunde steht von der Ausgangsposition absolut im Mittelpunkt. Er bestimmt, was er will, er gibt seinen Bedarf, wir gehen sauber erheben, auch frei, und der Makler wird diese jonglieren. Und die Systeme, auch jetzt im Werbeblock hinaus, in MVP, im Angebot, das Richtige ist. Das muss der Makler sich entscheiden. Entscheidend ist, dass ich als Makler in Zukunft auf alle Belange meiner Kunden auch die richtige Antwort finden kann. In allen drei Leistungsbereichen, sei es Leben, Komposit und Kranken, da werden viele Kleinstprodukte verschwinden,
die selbstverständlich mit dem Kauf eines Produktes, Klammer Kfz-Versicherung, im Kauf eines Neufahrzeuges oder abgewickelt sein und nicht mit den Kunden überlegen. Auf der anderen Seite Thema Gesundheit, ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, wie hoste ich meine Daten? Stellen Sie sich vor, im Gesundheitsbereich verfügt jeder über seine Röntgenbilder, verfügt jeder über seine Blutwerte. Will ich die jedem preisgeben? Ich muss sie in einem eigenen geschlossenen Bereich für mich verwalten und muss sie aktiv freigeben an meinen Arzt, an meinen Hausarzt, an den Behandler. Und diese Jonglage ist wichtig. Wir haben jetzt aktuell gerade auch mit zwei anderen großen oder drei anderen großen Versicherern meine Gesundheit eine gemeinsame Plattform geschaffen für den Endkunden. Und aus dieser meine Gesundheit heraus steuere der Kunden, welche meine Daten wird von den Preisen geben. Entscheidend ist die Gesundheitskarte, die eingeführt wird über die gesetzlichen Krankenkassen, ist das eine. Aber es geht ja um Datentransfer, um Abrechnungsservice und. Und wenn der Makler hier gut aufgestellt ist, sucht sich den richtigen Partner in den Benannten, der eine gewisse Größe und auch eine Markttransparenz hat, dann kann er für seinen Kunden wirklich auch die Bedürfnisse lebensdauer jonglieren. Und das ist meines Erachtens die Aufgabe für den Makler bis 2025. Welche Prozesse, wenn ich hier in die Runde schaue, wir haben ja viele Menschen, die letztendlich aktiv im Maklergeschäft sind und vielleicht gar nicht so auf der Versichererseite sind. Welche Prozesse wären es denn dann ganz konkret, die man als eigenständiger Makler, als Einzelkämpfer mit vielleicht einer Bürokraft und einer Poolanbindung, sagen wir, das ist ein relativ häufiges Geschäftsmodell nach wie vor. Welche Prozesse sind denn dann ganz konkret, die man heute schon digitalisieren müsste und die man in den nächsten 7 Jahren dann digitalisieren sollte? Also ich glaube, wir gehen so ein bisschen an einem Kasus Knaxus vorbei. Ich glaube, es geht nicht darum, irgendwie die tollsten Ablaufprozesse, Betriebs- und Ablaufprozesse zu haben, ob es ein Versicherer ist oder ob das ein Maklerbüro ist. Und ich mache mir auch keine Sorgen um die richtig guten. Ja? Ich meine, wir haben ja beim Publikum ein paar Top-Makler sitzen. Aber ich mache mir eher die Sorgen, eben nicht regelmäßig in den ganzen Club zum Reisen dabei sind. Warum? Wir als Branche, das muss man sich mal ganz ehrlich eingestehen, wir werden regelmäßig als unbeliebteste Branche des Landes gewählt. Okay, wir haben die jetzt abgegeben an Politiker, ja, aber wir sind halt die zweitunbeliebteste Branche. Und bisher haben die Leute unsere Produkte gekauft, die auch fast keiner versteht, weil es einfach keine Alternativen gab. Und jetzt gibt es Alternativen. Und was kann ein Makler tun? Und richtig gute machen das auch schon seit Jahrzehnten. Teil der Gemeinschaft, in der sie sind, sein. Ja, die sind beim Sportverein, die sind beim Schützenverein, die sind die Ersten, wenn der Betrieb brennt, sind die Ersten, die noch neben dem Unternehmer stehen und sagen, komm hier, das ist die Sofort-Coverage und wir kriegen das schon wieder hin, noch während die Feuerwehr am Löschen ist. Und die Frage ist, wie kann man diese Rezepte, die Makler heute schon erfolgreich machen, nehmen, irgendwie in der digitalen Welt machen. Wie gesagt, es geht, glaube ich, nicht darum, irgendwie Prozesse zu optimieren und welches Programm und irgendwie solche Sachen. Das ist der Standard, ja? Weil den Markt interessiert es nicht, ob wir 17 Legacy-Systeme haben oder nicht. Ich glaube, Brand ist ganz wichtig. Makler sollen sich Gedanken darüber machen, wie kann ich eine Marke in meiner Gemeinschaft werden? Das kann eine lokale Gemeinschaft sein, das kann auch eine, wo komme ich her? Ich habe zum Beispiel, ich kenne jemanden, der hat kroatischen Hintergrund, der ist in der Croatian Community ganz, ganz stark. Und wie kann ich digitale Tools und Mittel nutzen, um noch stärker in meiner Gemeinschaft als der Versicherungs- und Risikoexperte wahrgenommen zu werden? Und deswegen sollte man vielleicht auch versichern, nicht nur nach beurteilen, welche Provisionssätze, welche Ausschreibungen gerade drin sind, sondern tatsächlich, wer hilft mir eigentlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren diese Brand und diese Fans aufzubauen und diese Kundenbasis zu Fans zu machen, weil sollte sich ja keine Illusion hingeben. Wenn die Versicherer herausgefunden haben, wie sie Direktvertrieb günstiger machen können als beim Makler, ja, dann geht das Geschäft darüber. Da sollte sich keine Illusion hingeben. Deswegen auch das Thema Lebensversicherung. Ich halte Lebensversicherung, selbst die komplexen Produkte, warum sollte das nicht online direkt zu vertreiben gehen? Wir haben früher diskutiert, eBay, das ist ja nur für so Kinderüberraschungsfiguren und Amazon, und heutzutage kann man alles da kaufen, bis zum Bagger. Ja? Auch ein komplexes Produkt, was beratungsintensiv ist. Und ich denke, dass im Lebensversicherungsbereich da ganz ähnlich ist. Und wie gesagt, lasst uns keine Illusionen hingehen, investiert in eure Brand und versucht quasi da eine Basis aufzubauen, die euch folgt, wenn der Versicherer nicht mehr so warm und innig zu euch ist wie jetzt gerade. Ich würde an der Stelle gerne mal einen Zwischenstand einblenden. Wo haben wir denn gerade die Befragung des Publikums zu der Frage, haben wir da eine, auch in Zukunft wird der persönliche Maklervertrieb eine bedeutende Rolle im Versicherungsvertrieb spielen? Das ist eine Befragung für die jetzt gerade etwas später dazugekommen sind, die wir gerade als Online-Voting laufen haben. Ja, wir sehen, fast 90% sind der Meinung, genauso wird es sein. Der persönliche Makler wird eine bedeutende Rolle spielen, aber wir haben auch 10%, die sind da ganz anderer Meinung.
könnte man fragen, wer ist denn das? Jetzt mal auf. Es ist ja eine Online-Umfrage, insofern kein Stress an der Stimme. So, das heißt letztendlich, aufbauen auf dem Statement von Dr. Kira und dem Stimmungsbild, würden sagen, der persönliche Makler hat eine bedeutende Rolle. Und die Zukunft liegt darin, dass er sich genau an dieser vernetzten Community stärker beteiligt, oder ist es nicht doch eher auch eine Frage in Richtung Modularität von Produkten, Prozessen, administrativen Vorgängen, die er da letztendlich auslagern kann? Ich frage mal eben Herrn Schöne und dann direkt Herrn Leinwänden. Also ich glaube, wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, dass kein Mensch morgens aufwacht und sagt, ich brauche eine Haushaltsversicherung. Ich habe irgendwie geträumt, ich brauche eine Haushaltsversicherung. Was aber schon näher an der Lebensrealität ist, ist ja, dass jemand sagt, wir brauchen eine neue Wohnung, wir kriegen Nachwuchs. Und dann ist man in der Fragestellung Finanzierung, Makler, alle möglichen Themen, Umsatzunternehmen. Und dann ist diese Haushaltsversicherung ein Teil dieses Ökosystems, dieses Umfeldes. Und ich bin fest davon überzeugt, der Makler, der es schafft, in diesem Ökosystem diese Schnittstelle zu besetzen, wird langfristig immer sein Geschäft machen, weil er vom Kunden schlichtweg in diese Problem- oder Erlebniswelt, Altersversorgung, Mobilität, Gesundheit, als der Kontaktpunkt gesucht wird und angesprochen wird. Herr Dr. Pankal, also erst Herr Leiden, dann Dr. Pankal. Herr Dr. Kehrer, ich teile es, was Sie gesagt haben. Aber ich habe vorher mein Statement abgegeben, wir wollen das mit Ihnen gemeinsam machen. Das Entscheidende ist doch nicht, wie wir das als Versicherer sehen. Auch nicht ganz entscheidend ist es, wie Sie es damit als Makler umsetzen, sondern ganz entscheidend ist doch, wie es der Kunde sieht. Und wenn man halt einfach sieht, wie der Kunde unterwegs ist, dann müssen wir uns darauf einstellen. Was haben wir da als Allianz jetzt konkret gemacht? Wir haben ja bisher alle unsere Entwicklungen immer auch gesagt, das muss eine Anwendung sein, die muss am Desktop funktionieren. Wenn man das trackt, dass sie 1,1 Millionen Mal pro Monat in Google den Aufruf Rentenversicherung sehen, dann sehen Sie doch, dass der Kunde nicht am Desktop sitzt, sondern er sitzt mit seinem Smartphone da und wenn er Zeit hat, guckt das letztendlich an. Also müssen wir uns doch genau darauf einstellen, Sie als Makler und wir als Versicherer, dass wir den Kunden genau da abholen. Das heißt, wir entwickeln alle unsere weiteren Anwendungen komplett device-fähig, dass wir das halt jetzt nicht mehr am Laptop oder am Computer machen, sondern dass das auf dem Smartphone läuft, weil der Kunde... Herr Dr. Pankala, Mobile First, das ist, glaube ich, Ihr Motto, oder? Ja, Mobile First, also auf jeden Fall. Gerade wenn man vom Kunden her denkt, und das finde ich auch richtig, die Kundenprozesse in den Fokus zu stellen. Ich würde gerne nochmal zu der Frage zurück, wo Sie quasi oder was würden Sie dem Makler mitgeben? Also an der Stelle, wenn wir es mal ganz reduzieren auf das Thema, was ist eine Versicherung? Ist irgendwie eine intangible Dienstleistung, dann sieht es nicht so vertrauensgut. Das heißt, wem vertrauen Menschen? Anderen Personen. Also deshalb immer noch das Thema, warum ist der Makler wichtig? Personenvertrauen oder Menschen vertrauen Menschen an der Stelle. Das ist das eine Thema. Und wenn ich jetzt quasi meine These wieder mit aufnehme, ist erstmal der Kommunikationskanal, ob wir heute quasi WhatsApp-Gruppen neu einführen, ob es morgens Alexa ist oder, das weiß ich nicht, was in 10 Jahren ist. Das geht ganz, ganz schnell. Wenn man sich 2016 angeguckt hat, iPhone 1 oder und jetzt quasi 10 Jahre später, was für ein Breakthrough. Also von daher, die Technologie weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber nur, dass wir quasi den persönlichen Abschluss immer noch haben werden, der über Persönlichkeit eingetütet wird. Was sehen wir? Diesen klassischen, Google hat den, glaube ich, damals gebracht, den Research Online, Purchase Offline Effekt. Das heißt, wir sehen klar, dass Informationssuchverhalten ändert sich. Und da muss sich auch Makler quasi darauf einstellen. Die Frage ist nur, wie geht er damit um? Weil der Abschluss, und das ist das Spannende, fast zu 90% immer noch im persönlichen Vertrieb. Also von daher würde ich sagen, sieht es da immer noch sehr, sehr gut für die Maklerschaft aus. Zum Thema Digitalisierung, zum Thema Digitalisierung der Prozesse, würde ich jetzt einfach zurückfragen, welchen Prozess kann man nicht digitalisieren? Die Frage ist halt nur, wie digitalisiert man ihn? Also wenn wir es quasi heute sehen und wenn wir solche Produkte launchen mitgehen, solche Initiativen wie bei MeinMVP, also Maklerverwaltungsprogramme, dann sind da automatisierte Prozesse drin. Sei es das Thema Beratungsprotokoll, sei es das Thema BIPRO-Schnittstelle, sei es das Thema 500er Norm Bestandsverwaltung etc. Das sind ja alles Arbeitserleichterungen, um quasi wieder den Makler auf seine Kernfunktionalität zurückführen zu können, hochwertige Beratung. Kann ich mich nur anschließen, das ist genau der Punkt. Die Marke ist wichtig, das Geschäftsmodell ist wichtig. Also nach einer Empfehlung zu fragen, ist immer schwierig für Versicherer, aber
schon, die sich genau überlegen, wie will ich in Zukunft auftreten in meinem Umfeld, in meiner Region, in meinem Kundenkreis. Also ein klares Bild über das eigene Geschäftsmodell machen und in diesem Thema sich spezialisieren. Sämtliche Themen der Administration organisieren, sich jemand anvertrauen, MVP, wie auch immer, auf jeden Fall die Schnittstellen so zu organisieren, um die Kraft in die eigene Marketing, in die Vermarktung, in das Thema Kunden-Touchpoints zu schaffen und diese zu managen und zu handeln. Und dafür starke Partner zu suchen. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe für uns Versicherer hinterher zu sagen, wir liefern die Möglichkeit, dass der Makler mit unseren Services, die wir bieten, entsprechend umgehen kann. Du kommst nicht drauf auch noch, weil jetzt in ihrem Rating Allianz bietet 24 irgendwelche Angebotsprogramme, sonst irgendwas. Darum wird es uns gar nicht gehen, sondern was kann der Makler daraus machen, um seinen Marktwert in der Region zu schärfen. Und dann wird ihm genug Beratung zufallen und die qualifizierte Beratung, das ist sein Metier, das hat er gelernt, das hat er gemacht und da muss er auch in Zukunft stark bleiben. Herr Kurzbach, vielleicht. Ja, wenn man sich die heute wirklich erfolgreichen Makler anguckt, ist Kundenzugang eigentlich der geringstes Problem, weil die meisten einen relativ großen Bestand haben und fast darunter leiden, weil 80-90% ist eigentlich Verwaltungstätigkeit rund um diesen Bestand. Das heißt, ich habe eigentlich wenig Zeit, mich um Neukunden zu kümmern, wenig Zeit für wirklich qualifizierte Beratung. Deshalb, wenn wir da Optimierung hinbekommen, ist, glaube ich, für den Makler schon viel gewonnen. Natürlich gibt es auch immer den jungen Makler, der seine Existenz neu aufbaut, der den Stand erst aufbauen muss. Und da würde ich auch Paul und Kira zustimmen. Da ist natürlich das, was früher mal in der Praxis geklappt hat, im Schützenverein, heute nicht mehr das private Mittel. Da hat der Makler die gleiche Herausforderung wie heute die meisten Versicherer, dass sie digitalen Vertrieb eigentlich nie gelernt haben. Ja? Die wissen halt nicht, wie baue ich eigentlich Frontends, wo ich auch Tracking-Tools gleich verbaut habe. Wann macht es Sinn, vielleicht Google AdWords zu schalten und wann nicht? Kann ich mich in irgendwelche Affiliate-Programme einklinken? Gibt es andere Kooperationen digitaler Art? Und das ist tatsächlich ein Riesenfeld, in dem sich die Versicherer und die Makler noch bewähren müssen. Und da können, glaube ich, die Versicherer auch sehr gut helfen und praktikable Angebote machen. Ja? Ich wurde schon abgestellt, okay. Okay, nein. Ich will mal ein Thema sagen zum Thema Mobile First und ich finde es sehr gut, dass da quasi der Allianz dran ist, ja. Aber ich frage mich, geht das nicht so ein bisschen am Thema vorbei? Es gibt so eine lustige Studie, warum ist Blockbuster so ein Videoverleih Untergang gegenüber Netflix? Da haben die eine Studie gemacht, was wollen die Kunden? Kamen drei Dinge raus, der Kunde findet Blockbuster gut. A, weil er geht in den Laden gerne rein und schaut sich gerne die Plastikbox der DVD an. Zweitens, er mag rausgehen, gerne Popcorn mitnehmen. Und drittens, er mag einen Nachbarn zu treffen. Ja, was ich am liebsten mag, ist auf der Couch sitzen und Knopf drücken. Ja, aber das haben die halt nicht den Kunden gefragt. Und wenn ich zum Thema Mobile First gehe, ja, das ist gut, das ist richtig, aber wir haben jetzt auch schon quasi das Thema Voice. Das heißt, Kunden können quasi über Voice Sachen abstellen und Julia Teike von Refox hat als erste in Deutschland etwas vorgestellt vor einem halben Jahr, so einen Nebensatz auf einer Konferenz erwähnt, dass die in einem Rhythmus haben, wo Versicherung automatisch hinzugeschaltet und weggeschaltet wird, wenn sie ein Abo-Modell abrechnen. Also ich finde es am allerliebsten, man gibt einen gewissen Betrag, oder ich glaube, wenn wir über das Thema Convenience reden, geht es nicht darum, wie wir die Maske am allerbesten ausfüllen können, sondern eigentlich den Kunden davon zu befreien, überhaupt irgendwas mit Versicherung zu tun hat. Der gibt ein Abo und ist über diverse Sachen abgesichert und das passt sich halt entsprechend an. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wo hat der Makler da noch seine Themen, wenn die Versicherer das einmal so rausgefunden haben. Gut, dann möchte ich direkt darauf antworten. Ja, direkt darauf antworten. Das tracken wir natürlich, weil wir genau da unterwegs sind. Und Sie haben diese Robo-Kunden, wie wir sie ja auch in Research Online, Purchase Offline festgestellt. Das heißt, wir sehen ja genau den weiteren Verlauf. Wenn der auf Google unterwegs war, hat sich schlau gemacht erstmal, wie geht er dann weiter? Landet er dann irgendwo auf einer Seite, landet er auf einer Allianz.de-Seite, landet er auf einer Makler-Seite. Selbst der junge Kunde, der Digital Native, wie er sozusagen danach ist, ist zumindest in dem Bereich, wo wir jetzt verhandeln als Lebensversicherung, nachher 9 von 10 schließen dann bei einem Vermittler ab, nachdem er sich informiert hatte, selbst die Digital Natives, weil sein Vater bei diesem Berater gut beraten worden ist und dieser junge Mann, nachdem er sich im Internet getummelt hat, bei dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer Altersversorgung einen Berater dazu noch braucht, auch egal wie er vorher online sich vorher informiert hat. Es wird auch so bleiben. Ich glaube, wir haben ja, ich finde das super, dass wir hier den einen oder anderen kontroversen Aspekt haben auf der Bühne. Ich glaube, die eine Frage, die wir ja gerade leicht kontrovers, das können wir ja wunderbar noch vertiefen, diskutieren, ist also die Frage,
sollte die Hauptstoßrichtung, oder wenn ich abwägen müsste, weil ich eben nicht unendlich viel Zeit und Geld habe als Makler, wenn ich abwägen müsste, sollte ich eher meine Verwaltungsprozesse digitalisieren, um mehr Zeit für den Kunden zu haben, oder sollte ich eher meine Kundenschnittstelle weiter digitalisieren, mich in den digitalen Ökosystem meiner Zielgruppen zu bewegen, dann haben wir hier, glaube ich, durchaus verschiedene Schwerpunkte, die man hier vielleicht empfehlen würde. Ich glaube, die Frage letztendlich, was die Lösung ist, hängt wahrscheinlich ganz stark davon ab, wie reif ich mittlerweile in meinem Geschäftsmodell bin. Wenn ich letztendlich, sagen wir mal, eher in der Generation bin, in der wir sind, ja, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, mal die Verwaltungssysteme zu digitalisieren, weil der Kundenstand groß genug ist. Wenn ich ein junger Makler bin, der jetzt erst einmal Fuß fassen will und neue Kunden gewinnt, dann ist es wahrscheinlich eher die Kundenschnittstelle, dass ich mich da eher im Ökosystem bewege. Eine andere Facette ist ja dann die Frage, kann man für Leben, Kranken- und Kompositgeschäft, bleiben wir mal in der klassischen Spartendecke eines Versicherers, auch wenn vielleicht der Kunde ganz anders da strukturiert ist. Aber wenn man in der Spartendecke eines Versicherers bleibt, gibt es vielleicht auch unterschiedliche Schwerpunkte, wo es vielleicht die verschiedenen Digitalisierungsherausforderungen gibt. Vielleicht abschließend eine Frage. Wir sind ja hier mit Schurtech Park. Ich glaube, unisono 90%, mittlerweile sind es nur noch 88%, sind der Meinung, der persönliche Vermittler wird eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das heißt, wir haben so 10-12%, die sagen, nee, da wird es vielleicht in Zukunft auch ganz andere Modelle geben. Vielleicht abschließend eine Einschätzung. Wie schätzen Sie das Potenzial ein für, na, sagen wir mal, für einen voll digitalen Versicherungsmakler, der über die Möglichkeiten, die uns heute Facebook, Google und Apple geben, über die ganzen Daten. Apple weiß ja jederzeit, wo ich gerade stehe und wie schnell ich gerade beim Jogging unterwegs bin. Letztendlich über die ganzen Daten, die es da gibt, uns schon personalisierte oder personifizierte Angebote zu machen, mit einer Kontrollfrage das Rundum-Sorglos-Paket zu adressieren und dadurch letztendlich Marktanteile zu gewinnen. Wie hoch würden Sie da das Potenzial schätzen? Sagen wir mal für das Jahr 2030, weil 2025 ist ja quasi übermorgen, also ruhig mal ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht. Ungefähr in der Größenordnung ist es eher 5% oder eher 55% der Leitung. Also vom Lebensversicherungsmarkt ein ganz neues System eher nicht. Wenn Sie daran denken, als die Risikoversicherung dann mal angefangen hat, sich zu digitalisieren und auch dort die Direktanschlussmöglichkeiten ja jetzt schon seit fast 10 Jahren am Markt sind, hat man damals ja gesagt, ja, geht die Welt runter und jetzt die normale Risikoversicherung wird über den Markt nicht mehr verkaufbar. Und auch hier ist in 10 Jahren der Markt angestiegen, aber fahren jetzt auf einem bestimmten Niveau. Und für die Altersversorgung, für die Berufsunfähigkeitsversorgung sehe ich auch im Jahr 2025 und 2030 einen Markt, der sicherlich ansteigt. Der ist ja jetzt irgendwo in Prozent von 1% aktuell. Dann sehe ich sicherlich die 10%, und ich sehe ihn jetzt nicht disruptiv bei jenseits der 50%. Herr Putzmann, mit Blick auf die Uhr, Prozentzahlen für die Sparten oder im Allgemeinen? Ich glaube tatsächlich, dass alle Sparten digitalisierbar sind und bis 2030. Hey guys, it would help us a lot if you could hit the subscribe button down there and to make us also grow here on YouTube. Thank you very much.